Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Darksiders Genesis. Okay, jetzt fangen wir erst einmal an, die ganzen sammelbaren Gegenstände hier einzusacken, die noch übrig geblieben sind. Hier habe ich zum Beispiel schon die erste Kreaturenkernkiste gefunden. So, Dille. Was haben wir denn da unten? Naja. Ist erstmal nicht so wichtig. So. Das ist wahrscheinlich ein weiteres Vorratslager. Hoppala. Das wollte ich jetzt nicht. Puh. Okay. So, mein lieber Krieg. Falsche Fähigkeit. So, und das hat jetzt was genau bewirkt? Die Plattform hier, oder wie? Wo bin ich jetzt genau? Ha. Hier. Nein! Oh! Das war es, was der Schalter macht. Okay. Ich dachte, er hätte die Plattform hier gehoben. Nope. Okay. Also mit anderen Worten, richtig fix jetzt rüber. Yes! Nice. Und wir kriegen ein weiteres Zornsteinfragment. Läuft. Wunderbar. Okay, damit hätten wir das hier bei B1. Es geht scheinbar auch eine Etage weiter runter. Bin ich schon gespannt. Wahrscheinlich eben durch diese... durch diesen Eingang hier. Gehe ich mal stark von aus. Also hinter der Tricktür befindet sich scheinbar in diesem Level ein komplett weit anderes und neues Stockwerk. Na komm. Drei Stück. Sehr schön. So, wie viele Schlüssel brauche ich hier? Zwei Dinger. Easy. Kriegen wir doch hin. Locker. Sehr, sehr schön. So, was haben wir denn hier? Ist auf dieser Etage schon irgendetwas? Laut Karte nicht. Na gut. Dann ab zur untersten Etage und alles dort abräumen. Danach bin ich gespannt, ob wir den Rest in dem Level auch noch finden können. Aber sollten wir hinkriegen. Die Karte macht das Ganze ja zum Glück deutlich einfacher. Okay. Ein Gang, der so ein kleines bisschen in die Leere zu führen scheint. Oh. So. Und einmal ankuckeln, bitte. Ja, da sind noch ein paar mehr. Wird allerdings sehr die. Wobei. Hier gehe ich mit dem Krieg. Ja, da kriege ich tatsächlich von dort aus anvisiert. Uff. Nope. Okay, dann muss ich das anders machen. Komm schon. Nein. So ist richtig. Okay, dann muss ich hier so eine kleine Kette aus Bomben erschaffen. Und auf die Art und Weise, wenn ich eine ankokle, explodieren die anderen gleich mit. Ich hoffe, das reicht. So, wir werden es gleich sehen, ob das ausreicht. Wow. Das hat schon gut funktioniert. Komm schon. Yes! Okay. Nee. Shit. Ja, da muss man so ein kleines bisschen tricksen, wie es scheint. Hier ist leider nichts, was mir behilflich sein könnte. Super. So. Jetzt brauche ich
aber definitiv noch eine weitere gut platzierte Bombe. Irgendwo. Das war jetzt nicht so gut. Da könnte teilweise der Abstand zu niedrig sein von denen. Und das wäre fatal. Hier zwischen den beiden. Ob ich in der Lage bin, die Bomben auch links an der Wand irgendwie zu platzieren? Schauen wir mal ganz kurz. Oh, das ist aber sehr, sehr... Ob das überhaupt funktioniert, ich wage es zu bezweifeln. Eine Bombe noch zur Sicherheit. Und dann versuchen wir es mal. Ich hoffe, das reicht dann wirklich. Irgendwie so. Das sollte eigentlich reichen. Bitte lass es reichen. Falsch. Okay, los geht's. Und Feuer. Ernsthaft? Das kann doch nicht sein. Das hat gerade eben doch geklappt. Och, kommt. Och, Leute. So. Jetzt aber. Endlich, okay. Go, go, go. Ja, 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 ja. Oh. Halleluja. Meine Fresse. Das war jetzt ein Krampf. So. Wofür auch immer. Okay. Kann da hole ich mir jetzt direkt. Zack. Voller Zornstein des Eroberers. Yes. Okay. Damit. So. Einmal durch. Jawohl. Einmal. Komm schon. Ja. Yes. Oh. Ach, guck mal. Sehr gut. Danke, Spiel. Dreimal Fährmannsmünzen. Oh, und da hinten ist noch ein bisschen was. Eieiei, eieiei, eieiei. Plattformen, die verschwinden. Ahaha. Supi. Oh, ich hätte mit... Oh. Mist. Wenn ich das Ding benutze, wohin komme ich dann hin? Komme ich dann wieder raus oder wo lande ich jetzt? Ach je. Oh, na toll, ich lande dann direkt wieder hier. Ah. Okay, ganz am Ende hätte ich mir die Bombe direkt mitnehmen müssen. Ich glaube, ich sollte mir auch eine Bombe mitnehmen, die nicht explodiert, damit ich mir wenigstens keinen Zeitdruck auferlege. Wobei ich sowieso eigentlich Zeitdruck habe, wenn ich recht überlege. Aber trotzdem fühle ich mich mit der Bombe irgendwie sicherer.
Ja, wobei, das ist eigentlich Quatsch, weil da hinten gibt es dann ja gar keine Möglichkeit, sie anzuzünden. Von daher, die Bombe kann ich dann doch nicht benutzen. Shit. Ja, wobei, dann brauche ich das Ding ja auch nicht zu benutzen. Okay, na dann. Los geht's. Nein! Direkt verkackt. Oh, das ging ja schnell. Kurz warten. Tja, und die Bombe hängt da unten noch ab. Gibt's da nicht. Nein! Oh, Leute. So. Go, go, go. Okay. Yes! Yes! Epische Truhe. Her mit deinem Inhalt. Oh, Teil der Eroberer Abgrundrüstung. Sehr gut. Und zwar die von War. Geil. Läuft. Okay, damit hätten wir überall ein Häkchen hier gesetzt. Was bedeutet, die Tricktür ist damit auch komplett leer geplündert. Gut zu wissen. So, dann nur noch den Rest des Levels abstauben und wir sind mit diesem Level hier endgültig fertig. So, was habe ich jetzt für eine Quest noch abgeschlossen? Alle 15 Zornkerne für War. Wir kriegen Legionsbomber als Kreaturenkern. Schön, schön. So, Dille. Dann würde ich sagen, wieder raus aus dem Trickraum. Und die nächsten sammelbaren Objekte anvisieren. Also die beiden unteren Stockwerke sind damit komplett fertig. Sehr gut. Dann können wir ja wieder hoch. Zack, zack, zack. Und zack. Jawohl. Okay, ich bin hier gelandet. Direkt. Moment. Ich glaube aber, das Zeug ist über mir. Die Fährmannsmünzen. Wie komme ich ein Stockwerk weiter hoch? Hier rüber? Und dann die Runde machen? Sieht so aus, als könnte ich das schaffen, wenn ich einmal komplett rumlaufe. Na gut. Versuchen wir es mal. Hoppala. Nee, da bin ich schon am falschen Ziel. Auf die Art und Weise komme ich wohl nicht hoch. Denke ich. Hoppala. Uah. Okay. Dass ich da überhaupt stehen konnte, war jetzt auch mehr Glück als Verstand. Zack. So, ich muss nur nach oben kommen. Klingt aber leichter, als es wahrscheinlich ist. Gab es hier nicht irgendwo eine Möglichkeit, hochzuklettern? Eine ziemlich offensichtliche sogar. Okay, ich glaube, ich muss nach der Möglichkeit, nach oben zu kommen, erstmal noch suchen, Leute. Kleinen Moment. Okay, ich bin wieder zurück an dieser Stelle. Ich habe einfach diesen Teleport zum Anfang des Levels wieder genommen. Und von hier aus können wir, denke ich mal, hoppala, arbeiten. Na toll, das habe ich ja mal richtig verkackt, den Sprung. Aber alles gut. Erst einmal. Och Leute, ernsthaft. Drive! Sag mal, hat der manchmal keinen Bock, sich festzuhalten, oder was ist hier los? So, jetzt bin ich wieder hier. Och komm!
Leute, wirklich. Was soll ich denn da sonst rüber? Ich muss mir gleich die Map nochmal angucken und sehen, welche Möglichkeiten ich habe. So. Das geht schneller schon mal. Keine Ahnung, gibt es hier irgendwo eine Möglichkeit, Rücken auszufahren, die mich da nach unten führen? Das gibt's doch nicht. Oh. Ja, all das Zeug ist über mir. Ich weiß, dass es dort ist. Aber ich komme halt nicht ran. So, da unten ist das Gespräch. Und angeblich ist an der Seite davon irgendeine Truhe. Aber ich glaube, die ist weiter oben versteckt. Och, Leute. Okay, ich weiß jetzt, wie man da nach oben kommt. Und zwar muss ich dafür ganz einfach hier entlang laufen, wo wir ja den Bolzenspeier oder Legionsbolzenspeier, upsala, getötet haben. Ja, suppi. Sag mal, was genau ist hier gerade los? Ah, so. Okay. So, so. So. Okay, einmal hochklettern. Zack. Yes. Ah. Ohne diese oh, ja. Waffen sind unsere Gegner im Nachteil. Und ihr Zeug hochzujagen, macht Spaß. Und wir bekommen die Trophäe Zerstörungslust. Außerdem ist hier der das Gesundheitssteinfragment des Eroberers. Sehr schön. Nein, nein, nein! Wenigstens ganz unten landen, genau, damit ich hier wieder starten kann. Ja, nein! Oh. Am besten im Abgrund wieder landen. Ach, Leute. Okay. So. Jawohl. 5 Stück. Und hier ist die Truhe. Oh, Halleluja. Endlich. So, jetzt wo das alles erledigt ist, mir fehlt da unten noch eine Fährmannsmünze oder ein Fährmannsmünzen-Set, wie auch immer. Egal wie viele das jetzt im Endeffekt sein werden. Und dann bin ich mit dem Level auch schon durch. Ah. Na komm. Genau. So, dort bin ich. Okay. Erstmal hinten rumlaufen. Ihr Narren! Lass dich nicht bei deiner Rede stören. Klang wirklich bedrohlich. So, jetzt einfach nur dem Weg weiter folgen. Müssten wir gleich dort ankommen. Okay. War es eventuell schon hier? Na, wo haben wir die Münze? Ach Mist. Bin ich jetzt etwa wieder einen Weg runtergesprungen, den ich gar nicht wieder hochkomme? Ah, so eine Scheiße. Oder komme ich über diese Dinger wieder hoch? Ich fürchte nein, aber ich versuche es trotzdem. Das hier gehört noch zum unteren. Okay. Mist.
Ich werde da noch einmal einen Schnitt setzen, bis ich wieder an der Stelle bin. Ich muss den Teleport kurz vor dem Endboss des Levels wieder benutzen. Eieiei, und ich wundere mich noch, warum ich diese Dinger nicht gesehen habe, während ich dran vorbeigelaufen bin. Ganz einfach, weil die überhaupt nicht leuchten. Guckt euch das an, die sind total unscheinbar. Wow. Eine kleine Fährmannsmünze. Puh. Hat mir jetzt ganz schön Ärger gemacht. Mein lieber Mann. Und natürlich schaffe ich den einen Sprung nicht. Uff, komm schon. Bin ich jetzt hier wieder gelandet? Ach, unten bei der Tricktür. Toll. Ach, ernsthaft? Ach, Leute. Strife, jetzt mach hin. Entweder stirb oder halt dich fest. Aber um Gottes Willen entscheide dich für eins von beiden. Falls ein paar von meinen Sprüngen heute ein kleines bisschen unpräzise sein sollten, tut mir leid, aber die Sonne blendet gerade extrem gegen meinen Fernseher und ich kann leider meine Vorhänge momentan nicht zuziehen. Das ist zum Kotzen. Deswegen ist der Bildschirm so dezent verspiegelt. Ich sehe zwar noch so 75% des Bildschirms, aber so ein Viertel ist eben überhaupt nicht einsehbar. So. Aber naja. Das Geheimnis von Molochs Kraft. So, jetzt holen wir uns hier die Kiste. Okay. Haben wir jetzt überhaupt einen Trank von der Kiste gekriegt? Ich glaube nicht, oder? Na egal. Auf zum Boss. Das ist der Blutmantel. Man sollte meinen, er wäre besser bewacht. Ja, Vorsicht, Strife. Ich wäre mit solchen Worten vorsichtig. Enttäuscht, Bruder? Ich komm drüber weg. Ruinieren wir Moloch den Tag. Ja? Sieht aus, als gäbe es doch noch Gewalt. Das ergibt viel mehr Sinn. Hättest du mal nichts gesagt, Strife. Also besteht der Boss einfach nur aus einem Mob an Gegnern oder kommt da noch was Größeres? Oi. Wow. Ist das jetzt gerade die Truhe selbst gewesen, die eine Sturmwelle ausgesendet hat? Okay, fuck it. So. Geht allesamt zum Teufel. Das ist bestimmt auch ein interessanter Satz, den man in der Hölle ablassen kann. Ach, geh doch zum Teufel. Und das während man schon mitten in der Bude von ihm sitzt. Schon weg mit dir. Ach Mann, ey. Wie wenig Schaden hab ich dem bitteschön gemacht. Autsch. Und Blitz. Und Blitz. So gefällt mir das. So. So. Komm schon. Kleines Drecksvieh. Wo ist er? Da. Und weg mit dir. Komm. Yes. Das war's dann wohl scheinbar.
Okay, nochmal rechts gucken bei der Legende, ob wir alles haben. Ja, laut der Legende haben wir alles. Wunderbar. Na dann. Das war's für den Blutmantel. Jetzt ist er wieder in der grauen Vorzeit. Diesmal hoffentlich endgültig. Jawohl. Kapitel 15 beendet. Yes! Die Reiter haben Molochs Blutmantel vernichtet. Sehr schön. Heißt das, als nächstes kommt Moloch selbst? Theoretisch müsste es ja 17 Kapitel geben und wir haben jetzt gerade mal das 15. beendet. Also haben wir ja noch zwei vor uns. Denke ich mal. Neue Gegenstände verfügbar bei Wulgrim. Jawohl, ja. Na endlich. Wird auch langsam mal Zeit, mein Freund. Bleib dein Bein. Okay, hier hat er nix. Hier hat er nix. Er hat neue Kerne. Scheinbar. Ach ja, Paket Rote Öde. Mann. Nur noch ein paar Sachen. Also Öde ist da genau das richtige Wort dafür. Einfach nur Öde. Dass das jetzt der letzte neue Gegenstand von Wulgrim sein könnte. Ich hoffe es nicht, aber es ist wahrscheinlich. Moloch steht nicht mehr unter dem Schutz von Lucifers Blutmantel. Er gehört uns. Ausgezeichnet, Reiter. Sein Kriegslager ist zerstört. Seine Magie eliminiert. Nun habt ihr eine gute Chance, ihn zu besiegen. Die wir auch nutzen werden. Moloch ist erledigt. Ebenso wie die anderen. Ich komme mit. Er ist sicherlich schwer bewacht. Und außerdem will ich sein verstecktes Gesicht sehen, wenn er seinen letzten Atemzug tut. Seit unserer ersten Begegnung mit Moloch sehne ich mich nach diesem Moment. Dann sind wir bereit. Wir sehen uns doch dort. Okay. Neue Mission freigeschaltet. Puh. Dann scheint es jetzt tatsächlich gegen Moloch selbst zu gehen. Und danach kommt wahrscheinlich Lucifer dran. Die Reiter müssen sich Moloch stellen und erfahren, was er mit Lucifers Plan zu schaffen hat. Alles klar. Ich überlege gerade, ob wir im nächsten Part schon direkt Moloch abhaken sollen. Oder ob wir nicht in den nächsten Parts all die sammelbaren Gegenstände abhaken sollen, die ich bislang nicht eingesammelt habe. Ach komm, damit ich euch nicht zu lange mit der Story auf die Folter spanne, werde ich im nächsten Part auf jeden Fall Moloch machen und danach kümmern wir uns um die restlichen Level, beziehungsweise die restlichen sammelbaren Gegenstände. Danach kommt der Endlosmodus dran, würde ich sagen. Und zu guter Letzt kümmern wir uns dann um den Modus Apokalyptisch, würde ich sagen. Alles klar, Leute, dann an dieser Stelle vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan? Ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert. Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.